Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance 3 und die Gegenangriffe lichten sich so langsam. Jetzt können wir wirklich die verbleibenden Sektoren hier noch einsammeln. Mit MD werden wir dahin laufen. Hier in den Hafen nehmen wir ein, dann werden wir darüber fahren und dann müssen wir natürlich auch die Sektoren wieder zurückerobern. Aber das sollte alles verhältnismäßig schnell gehen. Wir hatten aber vom letzten Mal, nachdem wir diesen Fachheuch oder so umgelegt hatten, hier noch ein paar Sachen übrig. Und die werden wir uns jetzt mal, also zum Einsammeln, die werden wir uns jetzt erstmal anschauen. Ich weiß nicht, 40%, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, das zu ersetzen. Ich weiß aber nicht, ob man... Moment, da haben wir doch sowieso ein Ding, was noch gar nicht verbessert ist. Ja. Bist du best, you got? Dann machen wir das kaputtere hier hin. Okay. Haben wir hier noch Waffen, die jetzt eher repariert werden müssen? Das beispielsweise. Und damit sind wir aber auch hier soweit durch. Mhm. Okay, das war Kommando. Das ist die M16. Das sieht schon sehr ähnlich aus, das Gerät. Okay. Gucken wir mal, was wir hier sonst noch so finden. Affirmative. Heading out. Noch eine Hose. Ja, super. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas reinstopfen kann. Fine. Weil ansonsten nutzt uns die das eigentlich nichts. Dann haben wir da noch was zum Hacken. Good. We need more equipment. Den können wir tatsächlich brauchen und den können wir auch direkt reparieren. So. Den brauchen wir dann eigentlich nicht mehr mit den 100%. Den verschrotten wir. Weil das hier ist auch noch kein schweres Teil. Und ich glaube, die werde ich jetzt zumindest auf dem Team direkt verkaufen. Bei dem anderen halte ich die mal, die ich da schon angesammelt habe. Aber ich glaube, die sind für nichts mehr gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir das Geld brauchen würden, von daher. If that is your wish. Ja, die ist aber auch kaputt. Und, ja, das will ich mir da jetzt nicht antun, das zu reparieren. Das ist sowieso nicht wirklich nötig. Dann haben wir hier einen Laptop. I have spotted a thing that wants an investigate. Ach, das war unten. Understood. Moment. Erstmal looten wir den noch. Und dann gehen wir da runter. Alter Falter. Sure. Boss is around. Okay. Haben wir da irgendwas drin noch? We have agreement. Nö. Heading out. Da liegt noch jemand. A wise plan. Noch ein Helm. Da weiß ich jetzt wieder nicht, ob der noch einen Nutzen hat. Mal 40%. Vielleicht für ein anderes Team. If that is your wish. Aber dann müssten wir die natürlich erstmal zusammenführen. Hoping for bullets, but I'll take corn. Das verkaufen wir auch. Und die können wir verschrotten. We shall go. Da sind keine Arme dran. Die ist also nicht so gut wie das hier. Also ich glaube, da verschrotten wir die besser. Yeah, yeah, I'm going.
Hier war nichts mehr. Alright. Let's go, people. Dann fehlt der noch und dann sind wir hier durch. Okay, nehmen wir mit. Jo, haben wir alles? Dann machen wir uns hier aus dem Staub. Und da, das ist halt eine Reise, das sind 12 Stunden, die will ich eigentlich nicht machen, das dauert viel zu lang. Das kann der MD machen, weil der verschwendet halt nur seine eigene Zeit und damit verschwenden wir nicht die Zeit von 6 Leuten. Was wir mit dem Team jetzt machen werden, ist, dass wir Wassergrab erobern und uns dann auch noch die restlichen Sektoren da anschauen. Ich schick die erstmal dahin. Yeah, okay. Da sollte auf jeden Fall noch keiner exhausted sein. Aber müssen wir mal schauen. So, dann haben wir als nächstes sie. If I say I will be somewhere, then that is where I will be. That's und just common courtesy. Da war jetzt die Idee, dass die hier mal ein paar Sachen repariert, die ja sinnvoll wären zu reparieren. I really feel like this is something that belongs in a flea market and not to sound too judgmental, but I am allergic to flea markets. Ja, da müssen wir mal schauen. Wie viel kriegen wir jetzt in die Reparaturoperation rein? Das wurde ja mit dem Patch geändert, dass man jetzt auch die aus dem Sektorinventar nutzen kann. Aber man ist natürlich hier immer noch begrenzt, wie viele Sachen man da rein sortieren kann. Es macht aber wahrscheinlich eher Sinn, das Ding zu reparieren, als die Teile. Die kann man wahrscheinlich besser zerlegen. Also wir machen den noch fertig. Und die ist damit 2 Tage weg. Wie dem auch sei, wir starten jetzt die Reparatur mit ihr. Die ist sowieso ja im Kampf eigentlich nicht sinnvoll. Die sollte jetzt eigentlich nur hinterherreisen und Sachen reparieren. Das war der ursprüngliche Plan. Okay, dann weiter. Dann haben wir Kontrolle über Savanne erlangt. Das sind die. Der Larry, der könnte halt, ja, irgendwann natürlich exhausted werden. Dann testen wir das gerade mal aus, ob der müde wird. Und dann machen wir das nochmal. Also nicht nur müde, sondern exhausted. Weiter. Und er ist exhausted. Aber erst zu dem Punkt, wo wir dann da unten hingekommen sind. Okay. Also das Team, das schicken wir jetzt sicherheitshalber erstmal nur dahin. Das sollte auf jeden Fall klappen. Da unten haben wir auch noch ein paar Zonen. Die müssten wir auch noch einsammeln, aber das können wir später erledigen. So, dann weiter geht's. Die sind jetzt hier angekommen. Und die könnten dann, also die hier werden wir um die Sachen oben sich kümmern lassen. Und dann schippern wir da hinten hin. Wir können nur, das ist ja auch ein bisschen seltsam. Wir können das nur so machen. 20 Stunden. Take a deep breath and release. So, dann ja, warten wir. This journey is great. I feel so at one with nature. Bei der nächsten Reise sollten wir auch noch keine Probleme bekommen. My body's feeling much better. Wanna see? Aha. Okay. Dann gucken wir hier mitten im Sonstwo uns nochmal um. Listening, 1024. On our way. Was? Ist irgendwo ein Schatz versteckt? Ja, aber das hatten wir ja Let's vorher go, auch friends. Schon. My bags. If the money was here, I would have found it. Now piss off. Away from my property. Shoo! Shoo! Ja, das war ja. My dangerous son sent you to dig for my late husband's money, hasn't he? It's not here. Not here. If the money was here, I would have found it. Ja, hier waren wir ja ganz am Anfang schon. Sure, boss.
Très bien. No problemo, man. Naja, easy. Da ist auch nix. Okay. Aber jetzt ist natürlich das Blöde, dass das Team theoretisch rasten müsste. Und das nur wegen dem Larry. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und ich weiß auch nicht, ob wir da überhaupt... Da ist aber wahrscheinlich schon jemand. Wir könnten aber uns auch hier von dem Larry temporär trennen. Dann sind wir nur noch zu viert. Der rastet und die anderen, die fahren in der Zwischenzeit nach oben. Und dann könnte Larry hier unten den Kram einsammeln. Dann machen wir das. Weil da unten ist ja sowieso keine Gefahr. Vielleicht kann der Larry sich auch einfach selbst verarzten danach, wenn der noch warten muss. Wir sollten eben auf jeden Fall, genau, ein so ein Dingen muss der haben. Und ansonsten braucht der jetzt hier eigentlich nichts. Doch, das hier ist auch nochmal verbessert. Also das geht schon. Naja, okay. Und die können wir aber verschrotten. Mhm. Dann... könnten wir... Guck mal gerade noch von der Ausrüstung. Naja, okay, das lassen wir alles soweit. Also, dann setzen wir den Larry hier ab. Zack. Der Larry geht schlafen, der Rest zieht weiter. Und hier unten haben wir einen Grafik-Glitch. Da ist er die Zeit anders am Justieren, hat keine Ahnung, wie er es machen soll anscheinend. Okay. My body heals because my spirit is healthy. Ja, genau. Aber wir haben jetzt Alpha-Trupp erreicht, das ist er hier. Und wir könnten auch sehr schnell dahin reisen. Und wir hatten ja auch noch Milizen, die wir verteilen können. Hier fünf. Die könnten wir da noch draufsetzen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so unsinnig. Sure. Dann lassen wir den erstmal dahin laufen und das sollte ja auf jeden Fall funktionieren. Okay, weiter geht's. I'm here. What the hell am I supposed to do now? Das ist Foxtrot. Die hier, die da hinten sind noch nicht da. Da gucken wir uns mal gerade noch um, aber das war diese, ja, ich sag mal, kaputte Hexenhütte. Da ist jetzt vermutlich auch nichts, was sich da geändert hat. Wir können die immer noch verhören, ja, nehme ich an. What do you ask of the spirits? Ja, aber das ist kaputt. Das hatte... Oh, da haben wir eine neue Option. Look to me like somebody been doing some digging and don't want no one to know. Ein Minenschacht ähnelt. Was? Sieht für mich aus, als hätte jemand gebuddelt. Niemand soll das davon wissen. Let's go. What do you ask of the spirits? Ah, du zwingst die Männer nach Diamanten zu graben. Ah. I am not exactly forcing them. They come willingly, thinking they will enjoy a night of sexual satisfaction. What actually happens is I give them a drug to induce submission and a mild euphoria. Then I have them dig diamonds for me. In the morning, they remember nothing. So they go home exhausted and full of happy thoughts. Mm-hmm. Ein teuflischer Plan. Das ist nicht fair. Was, wenn man ihnen dein Geheimnis, wenn wir ihnen dein Geheimnis verraten? Du wirst aufhören, diese Männer auszubeuten. Du wirst deine Profite mit uns teilen. Was, wenn wir dein Geheimnis verraten? Das ist nicht fair. Why? I'm selling a dream and they are willingly buying it. Is it my fault that men are stupid? Wasn't sure I liked you at first. Now I know I do.
Was, wenn wir ihnen dein Geheimnis verraten? You are welcome to try. I don't think anyone will believe you. Over the mundane reality, people always prefer the exciting dream. Indeed. Most often, we perceive the reality we wish to believe. Okay. Du wirst deine Profite benutzt sein, du wirst aufhören, diese Männer auszubeuten. I will comply. Ever since you defeated my late husbands, I am in your power. I shall become the healer and guide the people of Vasagrab do not deserve. But guide and help them I will. Greater powers have commanded me. And I obey. Okay, damit haben wir das ja wohl gelöst. Also war der Punkt, Lamedex ist von ihrem bösen Weg abgerückt. Yeah, okay. Wir haben... Das war also das, was wir noch entdecken mussten. Ein Fehler war es trotzdem, weil wir hier halt diese Late Husbands halt überhaupt nicht zu Gesicht bekommen haben. Die haben ja von vornherein irgendwie als tot gegolten. Hier konnten wir, glaube ich, auch uns heilen lassen. Ne? Behandlung durch die Hexe, ja, genau. Aber das konnten wir vorher schon. Wollen wir, oder brauchen wir nicht. Hier unten waren wir schon. Wir gehen aber erstmal nach Wassergrab da oben. Und wir sind noch komplett fit. Das sind 14. Okay, das wird wieder ein bisschen mehr. Dann gucken wir mal, was wo wir als nächstes... Okay, die sind angekommen. Die könnten dahin schippern. Dann müssten wir trotzdem wieder dahin laufen. Es macht aber auch keinen Sinn, dahin zu gehen und dann wieder runter zu latschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht innerhalb dieser 14 Stunden komplett ausschlafen, aber ich glaube nicht. Ich werde die mal dahin schicken und dann können wir später von hier aus wieder zurück und müssen nicht auch noch hin und her latschen. So, also im Wasser wird man auf jeden Fall nicht weiter müde, deshalb funktioniert das. So, und da sind wir jetzt in der Stadt angekommen. 6 gegen 14. Aber das Team ist ganz gut aufgestellt, glaube ich. Na, wir sehen noch gar nichts. Ich sehe aber auch keine guten Möglichkeiten, wo man sich hier noch so ordentlich verstecken kann. Das ist komplett unübersichtlich. Da kann man nicht hin. Das hier ist total offen. Also die linke Seite ist wahrscheinlich nicht gut. Die rechte Seite ist wahrscheinlich besser. Enemy presence. I am but a dream in a slumbering world. Schocksoldat. Aber erstmal werden wir hier sowieso schauen, still undetected, ob wir einzelne irgendwo rauspicken können. Moving quietly. Zwei. Was, beim letzten Mal hatte ich das so gemacht, dass ich die unten zuerst platt gemacht habe und die haben davon nichts gemerkt. Und sowas probieren wir jetzt dann wieder, oder gucken wir erstmal wieder, wenn die da alle einzeln stehen. Also da oben haben wir jetzt 2 gesehen, die sind an für sich kein Problem. Einer stand zusätzlich hier. Den könnten wir möglicherweise umbringen, ohne dass die 2 das merken. Spirits hide my footfalls. Aber der Typ, der scheint da ziemlich optimal zu sein. I will strike from the shadows. Das macht da auch keinen Unterschied. I am but a dream in a slumbering world. What? Oh. Vielleicht hätte es doch einen Unterschied gemacht.
No quarter! Run them down! Take this! Schrotflinte. The assaults on my body have brought me close to death. Ja, also, ne, das ist nicht gut gelaufen, das machen wir nochmal. Also es ist, finde ich aber auch nicht gut, muss ich sagen, die Raketenleute, die einfach von überall auf der Karte mit der Rakete auf meine Leute schießen können, ist halt, finde ich, keine besonders tolle Mechanik, weil man einfach auch nichts dagegen machen kann, außer schleichen. Die ganze Zeit immer im Tarns bleiben, dann kann da auch nichts passieren. Natürlich kann man argumentieren, von wegen, ja, das ist halt Schaden, den man akzeptieren muss, sozusagen. Aber das macht's ja nicht besser. Also das ist dann einfach unvermeidbarer Schaden. Das ist ja auch keine... irgendwo nichts, was irgendwo taktisch einen... wo man was besser machen könnte oder so. Von daher ist es einfach ein bisschen spielmechanisch, finde ich, nicht gut gelöst. Das mit den Mörsern ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Das finde ich eigentlich ganz gut. Da weiß man halt nicht, wo das landet und das wird vorher angekündigt sozusagen. Ist nicht ganz realistisch, sage ich mal, aber spielerisch macht das mehr Sinn. Going undercover. Ja. Deshalb macht das Stealthen halt einfach so super viel Sinn. This plan sucks. Gehen wir hier rüber und dann bringen wir die von der Seite um. Old Lem will sneak up on him. Old Lem will sneak up on him. May the spirits hide me from the opposition. Meltdown ist as quiet as I can. Nicht so optimal. Schwerer soll sperren. Also die würden da auf jeden Fall wach werden. Die haben aber auch keine schweren Waffen. Also vielleicht sollten wir die einfach ignorieren. Und vorbeilaufen. Ich guck mal gerade. Noch wird keiner gesehen. They shot the canal! Those guys messiness! Shot him like a petition! Don't worry, that was all a part of the plan. The colonel knows his job. What mad plan is this? He's dead. It wasn't like Colonel they killed. It surely was his devil. He wanted to lure them out and he succeeded. This sneaky shit ain't my style. Ja, das war ein toller Plan. Quietly. My approach will go unnoticed. Die könnten wir halt nur erledigen, wenn wir the spirits hide my footfalls. Wenn wir jemanden wie Fox hätten, yes? Wo die nicht direkt aufmerksam werden würden. Oder wir müssten beide gleichzeitig töten, was aber dann schon sehr glücksabhängig ist. Schwerer Soldat. Der hat die Panzerfaust. Ready. Also wir gucken jetzt auf jeden Fall, dass wir die schweren Soldaten als erstes ausschalten. Ich meine, da kann man dann sagen, ja, das ist eine taktische Komponente. Aber das sind jetzt drei schwere Soldaten da vorne. I am but a dream in a slumbering world. Mhm. Yes? Haben wir Granaten, mit denen wir die vielleicht in die Luft sprengen könnten? Nee. Okay, dann... He's young quiet.
Moment. Da würden wir von beiden Moment. Eingeschlossen werden. Das machen wir nicht. Going. Still undetected. Der wird uns da jetzt mit einer verhältnismäßig guten Chance sehen. Wir werden da rein und dann werden wir den im letzten Moment, wenn wir den erschießen, jetzt. Stealth Mode. I can ambush this one. Alert! Ja, sterben sehen. Der hinten ist schon fast tot. Der ist fast tot, der ist unverletzt. What is your wish? Das heißt, der kann sogar... Hätte ich natürlich vorher wechseln sollen. Der kann sogar da jetzt hinlaufen. Wäre schön, wenn der einmal in seinem Leben treffen würde. The enemy is in the open. Dr. Cube never fails to impress. Ja, das bezweifle ich irgendwie. Okay. Ready. Den da hinten können wir hier mit. Wie, du hast Nuclear Shot? The hell you want? Das müsste eigentlich schon klappen. Do I look like a magician? Na, da muss die aufstehen, aber jetzt hat die leider auch noch 8. Like okay. Mhm. Ready. Okay, dann müssen wir den aber erstmal nehmen. Nehmen wir die Arme. I'm hit. Ungenau, aber er lebt auch noch. You got my undivided attention. Ja, jetzt wird's ein bisschen nice and easy. Ungemütlich. Fast tot. Da machen wir Oberkörper, da müssen wir einfach nur treffen. Good to have you around, Vicky. Mhm. Zu wenig AP. Also da können wir mehr gar nicht machen. Ready to shoot. Das war natürlich nicht so gut, zumal da jetzt noch einer kommen wird. Über nix. Mhm. Und der schießt jetzt aber wahrscheinlich mit der Panzerfaust direkt da rein. Missgeschick. Naja. If you're wounded, walk it off. We still have unfinished business. Ähä. The inescapable will of fate flows through me. Ja, ich weiß nicht. Der ist verletzt. Oh, da hat er tatsächlich mal getroffen. Ready. Target locked. The Lord smiles upon you, brother. Mhm. Und da waren ja jetzt auch noch zwei, die dürften wahrscheinlich jetzt zu uns rankommen. Barry Unger. Da müssten wir... Wir gehen mal hier vorne, also um die Ecke, damit wir nicht von da aus schon angegriffen werden können. Wir müssen auf jeden Fall die Blutung stoppen. I be sneaking. Mhm. Keeping my eye on things. How can I assist? Der Q ist natürlich auch komplett offen. Der ist jetzt schon auch ziemlich gefährdet, wenn die von da aus kämen. Oh.
Der hatte jetzt hier irgendwo einen Raketenmann angezeigt. The pain is a thing to be ignored. The blood. The soul. We've got a clear shot. Okay, machen wir den weg. Ich glaube, hätte ich noch. Hoppla. Hätte ich noch einmal höher zielen können. I don't have a good shot. Nee. Hello. Da haben wir dieses ganze Gemüse zwischen. Easier than shooting beer bottles. Shit, I think they pissed their pants. Okay. Understood. Weiß gar nicht, ob der das getan machen kann. Okay. The hell you want? Yes? Moving to position. How can I assist? Gehen wir auch noch ein Stück nach vorne. Yemon, quiet leg. The hell you want? Sir, stealth mode. Der kann aber auch nichts mehr. Okay. Ah, da. I need a medic. Ja, das ist halt, weil die KI zuerst den Bewegungsbefehl gibt und den zu Ende führt, auch wenn die auf dem Weg jemanden sieht. Take positions and get ready. No. May the spirits hide me from the opposition. Der hat noch 6 Schuss in der Waffe. The enemy will not expect this. Dann machen wir einen Einzelschuss. We got some shots on target, but we can push harder. Mm-hmm. You want something? Yes. Orders. That's it. That's it. That's it. An exemplary kill. Newbie should take notes. Damn, I hope there's a lot of blood. That's it. Make that your standard from now on. That's it. Splat! That's it. Swatted that one like a bug. Uh-huh. Ja, Tarnung. In my sight. Where to? Tarnung. The hell you want? Und du gehst noch einen Schritt nach vorne. Tarnen. Get into position. Der nächste. Moving quietly. Yes? Naja, und dadurch, dass sie uns nicht sehen, können sie uns nicht angreifen. Undetected. Quietly. The hell you want? Warten wir auf den nächsten. I await your command. Der sollte mal nachladen. Ne? What? Und fertig. Da kommt wieder jemand. Der nächste. How can I assist? Ja, also, ne? Dann würde ich mal sagen, pusten wir dem die Rübe weg. Oder auch nicht. Das war ja jetzt nicht so gut.
142. Und damit haben wir alle gekillt. Naja, der Dr. Q hat halt ein bisschen was abbekommen, yes. Aber ansonsten alles in Ordnung. Wir haben noch eine Machete gefunden. Gucken wir mal. So. Stapel verkaufen. Und das andere ist nur Ammo. With certainty. Da haben wir aber noch ein bisschen mehr. Hacken. Alright, we're moving out. Ich glaube, damit genau looten wir den anderen mit. Der ist zwar kaputt. Da haben wir mittlerweile auch eine Menge. Den haben wir nicht mitgelootet. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Heading out. Yeah, man. Was hatte der verkauft hier? Gewobenes Futter. Ja, das kaufen wir. Ah, das ist in Sektor Stash gelandet. Okay, gucken wir gleich. Okay. Dann zurück. Sektorversteck. Gewobenes Futter. Und da haben wir noch zwei davon. Die können wir aber direkt verschrotten. So, haben wir hier noch irgendwas? Komm, dann machen wir das auch platt. Und das müssten wir jetzt natürlich irgendwo reinstopfen. Ich weiß aber nicht. Oh, da kann man das reinhauen. Okay, dann machen wir das. Schön. Gut, gut. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir hier rüber und dann müssen wir da eine Runde Zombies killen. I have arrived. I shall meditate until needed. Da ist halt niemand. Das sind bloß die ganzen übrig gebliebenen, die ich vorher heilen wollte oder die Chance nutzen wollte, um die potenziell heilen zu können. You're the boss. Das heißt, da müssen wir jetzt überall anklopfen und alle umpusten. That is your wish. Wir sollten vielleicht erstmal gucken, how dass can die I alle Munition in den Waffen haben. Ja. Und dann könnten wir auch mit der Machete rumtun. Yes? So. It appears the way forward will not be through this door. Ja, das kriegen wir schon hin, Vicky. Yes? Ja, wenn die natürlich in der Repositionierung angreifen könnten, das wäre ein bisschen uncool. Fast yes. Tot. I be listening. Da geht natürlich eine Menge Munition drauf. How can I assist? Na, machen wir das anders. I dislike taking life, but sometimes it's necessary. What is your wish? Ready. Dr. Q here. Ja, da müssen wir aber jetzt die Rübe wegschießen. Moving to position. Aiming. Ready. Oh, da gibt es dann 5 Loyalität für jedes Haus, das wir clearen. Wir hatten noch eine Machete. Naja, dann geben wir ihr die. I await your command. Ist wahrscheinlich auch wieder abgeschlossen. What is your wish?
Mhm. Ready. Yes. You're not here to shoot us, right? I haven't made up my mind yet. I see a target. About damn time. Oh. Da sind jetzt neue aufgetaucht. What? Okay, da müssen wir natürlich jetzt so ballern. Wir laufen möglichst nah ran, oder? Nee, das... You got my undivided attention. Heading out. Dahin. Schießen wir den als erstes um. Wir können sowieso nur einmal schießen, also können wir auch unsere Trefferchance maximieren, indem wir uns hinlegen. Da kriegen wir halt diesen Zweibein-Bonus mit. Okay. Das war jetzt noch nicht so gut. Da treffen wir wahrscheinlich den Barry. Packen wir den mal auf Seite. Hinlegen. Es könnte natürlich auch sein, dass wir dahinter irgendwen anpusten. Do I look like a magician? Das geht nicht. Forget it. Jawohl. Okay. Dann... Yes? Nächste. Hello. Nehmen wir den Barry. Schwer verletzt, stark schwer verletzt. Good position to Nehmen shoot. Wir den... sorry, um euer Haus. Where to? Dann... It's a good position. Der ist noch stark. Hinlegen. Nice and easy. Und Feuer. Mhm. That's good shooting. Dann darf der Q wie ein Irrer dahin laufen und daneben schießen. Na, geschafft. Okay. Okay. We have agreement. If that is your wish. Da ist die Tür. Yeah, man. Let's go. What? No. Mary Unger. How can I assist? Na, nimm mal wieder Vicky. They have guns. Le Cadavere with guns. Hush. Ah, da. Yeah, okay. Aha. Nee, das ist noch eine Gruppe, oder? Wo zeigt der hin? Yes. Ah, okay. Die sind aber anscheinend noch nicht wach. That's it. Mhm. Negative. Not while in combat. Die sind noch immer nicht wach. Okay. I'll be listening. Können wir darüber? Let's go. It be killing time. Auf den Kopf. Dann gehen wir lieber hier hin und dann so. Good to have you around, Vicky. Yes? Dann nehmen wir den. Mit ein bisschen Glück. Nehmen wir mal erstmal Meltdown. Mit ein bisschen Glück geht das sogar durch und killt den hinteren. Na, ging nicht durch. Die sind immer noch am Schlafen. What? Target locked. Brust. Und der hat beide umgekillt. Okay. Umgekillt. Okay, da hinten sind aber natürlich die nächsten.
There's no way they ain't gonna see me. Okay. Moving. Was? Was ist denn hier los? Doch, Bewohner hat Infizierter gemerkt. Ah, und das triggert das jetzt immer wieder. Das ist ja dumm. This plan sucks. Ja, wir müssen da jetzt hinkommen. In den kurzen Lücken, die wir haben. Ah ja, okay. Ready. Das sind die. Moving quietly. Das dürften die noch nichts machen. I cannot get good shot. I am but a dream in a slum. Der braucht erst gar nicht schießen. Old Lem will sneak up on him. That's a risky shot. I'll do it as quiet as I can. This idea ain't worth a bucket of piss. Ne, das war nichts. I'll be listening. Wo hängt die? Ach, da. Okay. Ready. Die machen wir danach. Er kann sich noch hinlegen. That one went down nice and quiet. Okay. Squeezing the trigger. You line them up, I take them down. Ich hoffe, dass der nicht innerhalb von einer Runde zu ihr hinlaufen kann. Die sind noch alle am Schlafen, das heißt, da wird nichts passieren. Orders. Okay. Ich meine, wir könnten jetzt auch einfach die weiter zerlegen. Dann triggern wir die zwar auch alle, aber wieso nicht? You want something? Watch me put this one down like a sick dog. Mhm. Ach, da haben wir noch einen dahinter getroffen, eventuell. Well, look at this little leg. Okay. Sir. Da ist ein Dorfbewohner zwischen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ist noch einer. Dann yes. I have no clear shot. The state of my equipment is not good. Okay. The mechanic should take a look. Q. Der wird hier das jetzt einfach abdecken. Hello.
Ich vermute, dass die nicht in der einen Runde hin und angreifen können. Yes. Und hier vermute ich, dass der Gegner rauskommen Keep wird. Keep my eye on things. What? Unaware target locked. Nehmen wir den. Ich hoffe, dass ich den Zivilisten nicht erschieße. Okay, die greifen die Zivilisten an. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Außer, dass der Zivilist halt angegriffen wird. Das war jetzt nicht so beabsichtigt, geplant, wie auch immer. Aiming. Mhm. Meltdown here. Da haben wir natürlich überhaupt nicht genug Angriffe, um die jetzt alle umzupusten. That's one hell of a damn fine shot, soldier. Da haben wir dahinter auch noch einen gekillt. Mhm. Orders. Sehr stark, schwer verletzt. Got a clear shot. Okay. How can I assist? Und jetzt muss der noch versuchen, die Reste wegzupusten. Das war nichts. Vicky steht noch auf der anderen Seite. I am but a dream in a slumbering world. Hm. Er kann hier niemanden treffen. So schon, aber der wird halt niemals. Das wird halt nichts werden. Ne, das kann man eigentlich komplett vergessen. Da hinten sind anscheinend zwei Felder, die er vielleicht treffen kann. Wenn der jetzt aber noch ein Feld geht. Nee, der macht einfach nichts. Nice and easy. Okay. That's good shooting. Die kann jetzt auch aufstehen und zu dem anderen Team hinlaufen. Yes? Pin down. Mhm. Anscheinend haben die aber keine Ahnung, was sie machen sollen. Ich habe halt Angst, damit jedem Schuss die Zivilisten umzupusten. Okay. Konflikt gelöst. Vicky ist gestiegen. Area clear. Ah, endlich herrscht Ruhe und Frieden im Grimer-Dorf. Okay, also haben wir das komplett geschafft. Affirmative. Mhm. Ja, yeah, okay. Let's go. Wir können die Häuser halt noch durchsuchen. Moving. Da sind wir ja vorher auch nicht drin gewesen. We will comply. We have agreement.
Da sind wir ja aber vorher schon drin gewesen, als wir die da rausgeholt haben. Okay. Yes. Dann reden wir noch mit Monday. There's been a lot of shooting. I like it. Gives rhythm to my drinking. Jawohl. Yeah. We have the mod. We have the people. You know what you get when you put together the mod and the people? Party! Forever. Never stop the party. Never turn into Cavdavale. Not this Monday. Not ever. Uh-huh. Okay, auf jeden Fall. Tschüss. Alles fallen gelassen. Okay. Zeit für Party. We move with certainty. Aha. Und der ist jetzt auch schon müde geworden. Aber dem Team haben wir Drogen. Da können wir dem Q dann auch direkt mal was verpassen. Yam, 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 yam. So. Zum Doktor. Ich glaube, das macht hier keinen Sinn. Wir können hier was verschrotten. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr. Mhm. Ja, das könnte man, aber realistisch gesehen benutze ich die wahrscheinlich eh nicht mehr. Die könnte theoretisch sogar zwei davon nutzen. Beim anderen ist aber kein Schalldämpfer drauf. Dann machen wir das so. Das Ding ist sowieso, ja, im Eimer schlussendlich. Kann Vicky... Das Ding ist schon wieder repariert? Falsch. Das ändert da ja jetzt auch nichts. Moment. Also die hat jetzt hier eine 100er Waffe, die tauschen wir aus gegen die 64er. Und die muss natürlich das Teil nicht reparieren, sondern... das da. Und die Teile sind noch alle ziemlich kaputt. Haben wir vielleicht noch irgendwas, was noch kaputter ist? Nee. Okay, also das passt soweit. Und hier können wir auch noch andere Granaten reinpacken. Das sind 40%, das sind 40%. Das sind alles verstärkte Hosen. Die anderen machen halt erst Sinn, wenn die auch nochmal verstärkt sind und dadurch besser werden. Naja, okay. Dann die anderen Hefte. Sektorversteck. Beweglichkeit und Beweglichkeit. Mhm. Das bringt aber in dem Team... Na, dem Barry könnten wir das eigentlich geben. Da hatte ich ja... Genau, da hatte ich doch drauf gewartet, dass der Beweglichkeit bekommt. Dann liest er das mal. It is always good to learn more and become better. Ja. Und dann kann der endlich seine Beweglichkeitssteigerung machen. Der nimmt dann die schnellen Reflexe. Und das hier ist auch super.
Ja, und da kommt er natürlich auch nicht dran. Geschicklichkeit könnten wir dem dann auch noch geben. Da hatte ich sowieso alles noch aufbewahrt. Ja, oder wir geben dem hier direkt 2. Die Teile sind, finde ich, nicht so toll. Zwei Treffer von Überwachung kann man machen. Das hier wäre nett, aber dafür bräuchten wir 90. Da kommen wir auf jeden Fall erstmal nicht hin. Wir könnten aber das, damit die Crit-Chance erhöhen. Damit das hier freischalten. Hier kommen wir aber eher ran als da eigentlich. Nein. Also eins hatte ich jetzt gelernt, aber die anderen beiden hatte ich jetzt noch nicht bestätigt. Ja, also das haben wir. Wir könnten Geschicklichkeit weiter ausbauen und da würden wir auch sogar an die letzten rankommen. Also jetzt nicht direkt, aber später dann. Dann machen wir hier das auch mit dem Unterbrechen. Also nehmen wir das mit dem Unterbrechen da. Habt ihr nur 2 Treffer im Zustand Überwachung. Gegen Geschicklichkeit. Das könnte man machen. Aber nehmen wir das. Das hier habe ich noch nie triggern sehen. 2 Treffer im Zustand Überwachung. Das ist, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Okay. Damit hätten wir das hier jedenfalls auch abgeschlossen. Und, achso, Vicky ist ja auch noch gestiegen. Deren Werte, ihre Werte sind auch ziemlich mies. Die müsste auch bei Beweglichkeit weiter hoch. Oder die fängt jetzt auch mit Geschicklichkeit an. Bei Unterbrechen angriffen, ja. Wenn wir bei den anderen sowieso nicht hinkommen. Oder wir nehmen das mit dem Stürmen noch mit. Ja, nehmen wir das. So. Okay. Dann werden wir mit der Gruppe hierhin weiterziehen. Dann das und dann laufen wir halt wieder zurück. So. Und dann dürfte als nächstes der MD ankommen da unten. Hier hatte ich jetzt alles mitgenommen, oder? Genau. Achso, die Lebenspunkte könnten wir theoretisch auch noch irgendwo verwenden. Ist aber da schon eigentlich egal wo. Nehmen wir den Q. Lesen. I have attained a higher level of enlightenment. Ja. Arzt brauchen wir in der Gruppe nicht. Und das hier war Fingerfertigkeit. Ja, das könnten wir halt dann nutzen, um daran zu kommen. Der wird wahrscheinlich sowieso einen Punkt steigen noch. Okay. Also, dann machen wir hier weiter. Der Larry ist am Schlafen. Und flup, 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 flup. Alpha-Trupp ist angekommen. Und dann werden wir hier... Wir haben 2 Milizen, die wir losschicken können. Die wird er jetzt auch losschicken und dann wird er wieder woanders hinlaufen. Stat! Sure. Yeah! You so. Are my last hope to save my father. Ja. Miliz entsenden. Great. Ja, ich sollte vielleicht erst noch mal gucken, wie dieser Laden Find überhaupt hieß. Moment. Also wir brauchen die da.
Wie heißt die Zone denn? Camp Barriere war das. Dann würde ich sagen, machen wir das. Einmal und dann zweimal geht, glaube ich, nicht. Great. Barriere verstärken. That barrier sure looks strategically important. Mhm. Ja, da geht's jetzt auch gar nicht mehr. Okay, also der MD hängt natürlich jetzt hier noch rum. Also wir sollten hier wahrscheinlich die schon irgendwo hinstellen. Da könnte theoretisch, wenn da jemand nach Pantagruel kommen sollte, ich meine, die vier sind sowieso sinnlos, dann schicken wir die in Grand Prix hin, um von den vier einen Nutzen zu haben. You are my last hope. Great. Dahin? Yes. I guess it is important. Ja. Fine. Weil wenn okay, die vier we'll quasi do. Ohne irgendwas zu tun geflattert werden, macht es auch keinen Sinn. Okay. So, MD ist ja fertig. Der würde dann dahin laufen, um das einzusammeln. Das dauert natürlich ewig und der würde da auch erstmal müde werden. Da müsst ihr mal schauen. Da sure. kann der auf jeden Fall noch hinreisen. Da müssen wir da mal weitersehen. Dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall in Ernie wieder ankommen. Mhm, da sind 10, da sind 12. Da haben wir also eine Menge zu tun. Und die sind noch da auf dem Weg. Das dauert eine Weile. Und dann werden wir uns wahrscheinlich das hier ansehen. Ja. Müssen wir mal gucken hier, das sollten wir wahrscheinlich auch recht fix haben. Also das ist dann der Plan fürs nächste Mal, hier Ernie platt zu machen und hier die drei Zonen uns anzusehen. Und das hier wird, ja, da werden wir wahrscheinlich schon noch ankommen, aber da glaube ich, wird erstmal nichts passieren. Die müssen ja noch dann da weiterlaufen. Also, das soll es dann für dieses Mal sein. Wir haben jetzt ja den Rest ganz gut schon hinbekommen. Ich hatte das schon beim letzten Mal gesagt, dass wir jetzt eigentlich die Verteidigung jetzt beendet haben sozusagen. Jetzt haben wir hier das auch zurückerobert. Die Stadt fehlt natürlich noch. Ein bisschen noch, aber das kriegen wir auch noch schnell, verhältnismäßig schnell hin. Und dann gucken wir uns hier mal die weiteren Zonen an. Wobei, mit denen werde ich wahrscheinlich danach auch schon da hoch und das hier einnehmen. Das ein bisschen gleichzeitig machen. Aber schauen wir dann. Also, neue Folgen gibt es immer täglich. Gerne auch den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.